Willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Hyper Light Drifter, wo wir ja mittlerweile schon im letzten Gebiet angekommen sind, aber wir hatten auch ein paar Probleme. Wir sind gestorben. Das wird uns aber jetzt nicht noch ein zweites Mal, hoffe ich mal, passieren. Aber jetzt muss ich mich hier halt wieder mal erstmals durch ein paar Gegner durchkämpfen und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher. Ich glaube, ich bin das letzte Mal nach oben gegangen, wo ich dann gestorben bin. Glaube ich jetzt. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, hier war ich. Oder? Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Moment mal, hier habe ich dann ja den Schalter aktiviert. Ja, und dann bin ich wieder zurückgegangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Denn da konnte ich dann ja rechts runter... Au! Gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, wieder Blobbys. So, hier sind wir dann lange gegangen. Genau. Ich kann mich wieder erinnern. An Alzheimer leide ich also anscheinend noch nicht. Noch nicht so ganz zumindest. Au! Mann, die Gegner sind zwar nicht schwer, aber die nerven in der Masse dann halt doch ein bisschen. Ja, toll. Ein Turret steht auch noch. Lass mich in Frieden. Uah. Allen ausweichen. Oh, da oben wäre ein Medipack. Ja, schießt du. So, dann heilen wir uns gleich mal und nehmen das hier mit. Das hatten wir ja alles eigentlich schon, aber ich muss es trotzdem nochmal machen. So, jetzt öffnen wir den Weg. Und da unten bin ich dann gestorben. So viel weiß ich noch. Immerhin. So, jetzt mal hier volle Konzentration. Zuerst mal die kleinen Penner wegmachen. Na, toll, danke. Ja, stimmt, da stand ja wieder einer mit dem Raketenwerfer. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. So, der ist jetzt aber diesmal wenigstens erledigt. So, hier Schalter aktivieren. Jetzt geht's hier hoch. Ach, und da gibt's ein Upgrade. Nice. Heilpack, also Medipack kann ich auch mitnehmen. Gut. Ich habe hier aber auch gerade noch gesehen, hier auf der rechten Seite ist noch ein Schalter. Welche Waffe habe ich momentan? Ach, die richtige. Das passt. Muss ich nur gut zielen und bam. Okay, jetzt habe ich mir im Prinzip eigentlich nur den Weg zugemacht. Was total für ein Arsch ist. Tja, das hat mir mal nichts gebracht. Zum Glück habe ich das nicht schon vorher gemacht. Ansonsten wäre der Weg versperrt und ich hätte mir nicht mehr das Upgrade herholen können. Aber gut, passt auch. So, dann ist der Pfad eigentlich... Nee, Quatsch, ist noch nicht erledigt. Wir können ja... Nein, kann ich nicht. Da komme ich sicherlich nicht rüber. Klappe zu. Aber da komme ich ja auch nie im Leben runter. Kann ich auf diese Plattformen hier springen? Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. Darüber komme ich auch nicht. Nee. Dann muss ich hier wohl irgendwie von der anderen Seite ran. Ah, ich kann mir schon denken, was passiert. Dann muss ich noch von der anderen Seite einen Schalter aktivieren und dann ist die Brücke da oben vollständig und dann kann ich weitergehen. So wird die Sache hier wahrscheinlich ablaufen. Ja, toll, da steht wieder einer mit Raketenwerfer. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ach, komm schon. Ja, zum Glück springt er zumindest mal in den Abgrund. Jetzt muss ich mich aber echt mal heilen hier. So, ihr kommt auch weg. Okay. Das lief mal ganz okay, würde ich mal sagen. Gut, dann sollte hier jetzt der eigentlich Schalter Nummer 2 sein. Ja, da hinten steht schon wieder. Ich hasse die Typen mit Raketenwerfer. Hauen wir mal die hier weg. Nicht, dass die mich anfangen zu nerven. Hier, kommt her. Put, 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 put. Jetzt muss ich nur noch... Na gut, so treffe ich zumindest gleich beide. Der läuft mir nach. Das ist auch ganz nett. So, der ist hin. Du noch weg. Und jetzt sind wir auch hier mal bei dem Schalter.
Dann gehe ich jetzt aber voraus, es ist die Brücke komplett. Jaha! So, brauche ich ein Medipack? Ja, brauche ich sogar. Okay, der Pfad geht weiter. Sehr schön. Ach du Scheiße, was ist denn das da in der Mitte? Ich hoffe nur mal, der fängt nicht irgendwann an, sich zu bewegen. Jetzt trotzdem gerne mal, wo bin ich jetzt eigentlich überhaupt? Ah, okay. Wenn ich dem Pfad weiter folge, sollte ich ein neues Viereck-Dingsbums-Teil bekommen. Das wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. So, der ist weg. Ah, shit, da kommt wieder einer mit Raketenwerfer. Und da oben steht auch noch irgendwo einer. Ach du, ach, und da ist noch ein Geschütz. Ach, was ist denn hier los? Hier habt ihr mal eine Bombe. So, jetzt kommst mal du hier dran. Zum Glück können die im Nahkampf mal überhaupt nichts. So, weg, weg, weg. Medipack bin ich eigentlich voll, dann sparen wir uns das. Links, rechts wollte ich eigentlich sagen, da sparen wir uns noch auf. Ja, jetzt hör doch mal auf. So, wo ist denn der letzte Goblin jetzt hin? Da ist er. Ach, bleib doch hier. So. Okay, die Geschütze haben sich jetzt wohl deaktiviert. Das ist nice. Das finde ich doch gut. Trotzdem, kann ich mit dir hier nichts irgendwie machen? Kann ich nicht irgendwie deine Kontrolle übernehmen? Und hier einfach alles platt stampfen? Irgendwo einen Geheimpfad würde ich jetzt auch nicht erblicken. Na gut. Dann haben wir den Raum also erledigt. Aktivieren wir das hier mal. Ich jetzt mal, dann bekomme ich wieder eine Brücke. Ja, genau. Das hatte ich mir erwartet. Oh, habe ich jetzt wieder deaktiviert? Machen wir lieber wieder an. Okay. Komme ich darüber? Ich glaube irgendwie nicht. Nein. Das war mal wieder ein HP verschwendet. Geil. Ach, noch so ein Riesenroboter. Wie viele von gibt's denn hier? Zu viele irgendwie. Okay, komm ich hier? Nee, ich aktiviere mal den Schalter. Okay, da geht's dann nach oben weiter. Mich wundert es aber irgendwie, dass hier auch zwei so leuchtende Dinger sind. Und die weisen normalerweise darauf hin, dass man hier irgendwie noch weiter kann. Tja, aber wohl nicht so. So, geheilt. Hä? Okay, da oben geht's in den nächsten Raum. Ich finde das ist aber doch irgendwie noch sehr verwirrend, dass ich hier nicht rüber kann. Das ist aber kein Schalter, den ich per Schuss aktivieren kann. Also kann ich hier eigentlich so viel ziehen, wie ich will. Das wird mir nicht viel bringen. Zurück kann ich jetzt aber auch nicht mehr. Toll, toll, toll. Ja, da komme ich ja nie im Leben rüber. Ich meine, es bringt auch nichts mehr, wenn ich die Schalter jetzt wieder deaktiviere. Vielleicht hätte ich die echt alle deaktivieren müssen, wieder, damit hier der Weg erscheint. Irgendwie sowas in die Richtung. Das wird es wahrscheinlich sein, irgend sowas. Was man natürlich beim ersten Mal überhaupt nicht wissen kann. Was ist denn hier jetzt los? Oh, hi. Oh Gott. Oh Gott. Nee, 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 nee. Hui, da ist aber flott. Okay, aber die beiden Bälle sind jetzt nicht so das Mega-Problem, denen auszuweichen. Okay, wenn der nur das macht, dann ist ja nicht so kompliziert.
Wenn es dabei bleibt, ist natürlich die Frage. Der wird sicher noch irgendeinen anderen Ass in den Ärmel haben. Ja, jetzt macht er irgendwas anderes. Oh, Plattform verschwinden. Und jetzt hat er auch noch mehrere Bälle. Au, 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 au. Ja, Bombe wollte ich eigentlich nicht machen. Scheiße. Ja, ich muss nur hier weg. Ui. Alter, du bist ein mieser Sack. So, fliegt mal los. Ach, komm, ey. So, tot. Okay, der war nicht so schwer. Und hinüber. So, ich würde schön fetten. Ja, genau. Das wollte ich, dass die blöden Plattformen wieder scheinen. So, bin ich jetzt eigentlich schon im richtigen Raum? Ne, einen muss ich noch weiter. Um auch das letzte Teil hier zu bekommen. So, jetzt bin ich aber doch nochmal neugierig. Jetzt habe ich ja den Gegner besiegt. Okay, jetzt ist hier die Brücke weg. Scheiße. Heißt, jetzt kann ich hier sowieso nicht mehr zurück. Ich dachte mir, vielleicht ist jetzt unten der Weg wieder aktiv. Aber wohl eher nicht. Na gut. Wenn ihr nicht wollt. So, das gib her. Das brauche ich dringendst. Genauso wie ich das hier benötige. Und Nummer 3. Fehlt uns nur noch eins. Ach, was ist denn das hier wieder? Der ist ja ganz klein. Und dazu natürlich auch noch ein kleineres Reagenzglas. Sehr schön. So mag man das. Komische Experimente. Kommen immer wieder gut. Bei Superbösewichten. So, Frage ist jetzt, wo komme ich jetzt wieder raus? Vielleicht müsste ich eigentlich hier gleich der Teleporter sein. Ja, Tatsache. So, nur wo war ich jetzt und wo war ich noch nicht? Ich frage mich noch immer, wieso wird das hier unten eigentlich noch immer angezeigt? Ich weiß, da unten war ja ein Boss. Den habe ich besiegt, aber dass da noch irgendwo was zu holen war, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Blöd ist jetzt natürlich, wenn ich das wiederholen wollte, also hier nochmal hingucken, dann müsste ich den ganzen Weg nochmal laufen und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Plan mehr, durch welchen Fahrstuhl ich da hinkomme. War das der hier? Bin ich doch den da nach unten gekommen? Ach ja, stimmt, da sind wir das letzte Mal schon nach unten und dann bin ich hier irgendwie abgezweigt durch eine andere Tür. Wo wir dann in den Bereich kamen, wo ich ja eben gerade war. Nämlich genau, wir sind da unten durchgegangen. Ich muss dann jetzt theoretisch nur hier entlang. Wahrscheinlich sind jetzt die Gegner wieder respawned. Das kann gut möglich sein. Nee, Quatsch. Nee, die liegen hier alle tot noch immer. Das ist ja eigentlich mal ein gutes Zeichen. Heißt zumindest, dass wir hier um einige schneller durchkommen. Moment mal, kann ich hier noch durch? Ach, das war das. Weiß ich schon. Das habe ich ja erledigt. Okay, hier sind zumindest noch alle tot. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ach, natürlich, die Turrets funktionieren noch. Natürlich funktionieren die noch. So, hier ist wieder Würfel. Ich muss hier durch. So, wo muss ich hier jetzt nochmal hin? Wir sind ja nur noch immerhin einen Raum entfernt. Ich darf mich nur nicht von diesen Scheißern hier treffen lassen. Ja, das ist ja auch nicht so das Mega-Problem. Mittlerweile habe ich ja mein Schild. Da ist das Ganze doch schon um einiges einfacher.
ihm hier kann ich aber nichts machen. Hier auch nicht. Aber echt mal, laut Karte müsste hier noch was sein. Aber ich weiß halt bei Gott nicht was. Dass ich das hier irgendwie wegsprengen kann, glaube ich ja auch nicht. Nee. Ich verstehe es nicht. Mal einfach hier die ganze Wand abgrasen. Ob man sich hier vielleicht noch irgendwo durchdrücken kann. Sie vielleicht wirklich noch irgendein Geheimraum ist. Aber sieht halt auch nicht so aus. Dann weiß ich echt nicht, wo das hier sein soll. Ich meine, entweder ist es hier noch immer drin, wo eigentlich der Boss ja rauskam. Oder der Boss hat es. Hat er aber auch nicht. Die Teile hier anballern bringt auch nichts. Nee. Dann bin ich ratlos. Dann weiß ich nicht. Dann weiß ich es definitiv nicht. Und tschüss. So, dann können wir jetzt aber hier rechts unten durch. Sollte ja eigentlich auch noch ein Fahrstuhl sein, mit dem ich noch nicht gefahren bin. Was war hier drin? Da drin hockt da ja auch irgendein Typ. Ach ja, stimmt, das waren die. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, da brauche ich 4. Scheiße. Okay, eines habe ich ja hier noch rechts, eines hier unten. Gab es hier sonst noch irgendwo einen Fahrstuhl oder irgendeinen Weg? Bin ich den Fahrstuhl schon runtergegangen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das war der, zu dem ich eigentlich gerade gehen wollte. Gehen wir mal hier runter. Ja, an das kann ich mich zumindest noch nicht erinnern, dass ich hier schon mal gewesen wäre. Ist doch zumindest für den Anfang mal ein gutes Zeichen. Ach, wieder Blobbys. Könnte hier also nach rechts oder nach unten? Und rechts wäre ja theoretisch das, wo ich eigentlich hin will. Deswegen, natürlich, gucken wir zuerst nach unten. Was denn sonst? Oh, 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 oh. So, weg, 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 weg. Nur weg von den Turrets. Hier hoch. Na, kommst du hoch? Wo ist er denn? Boah, dieser bescheuerten... Na Gott, war ja so klar, dass der mich trifft. Weil man die hier aber auch einfach nicht sieht. Na, das kann ich gebrauchen. Ja, das kann ich mal gar nicht gebrauchen. Gibt's bei dir hier irgendwas? Nee. Hierher, Freunde. Okay. So, jetzt sind wir ja in einem mega fetten Raum. Nein, noch nicht. Wir sind noch einen Raum davor. Ach, müssen überall diese Geschütze stehen? Hui! Ah, toll. Total in die falsche Richtung geworfen.
Na gut, habe ich halt einen Treffer abbekommen. Ist jetzt nicht so mega schlimm. Ach, okay, das war jetzt unnötig. Das war unnötig. Boah, wie viele Geschütztürme stehen denn hier, bitteschön. Ich soll mich hier nebenbei auch noch um die beschissenen Gegner kümmern. Ah, toll. So einer kommt auch noch dazu. Und nicht nur einer anscheinend. Alter, Alter, Alter. Ich glaube, ich muss mich mal kurzzeitig ein bisschen heilen. Okay, nur noch einer steht. Ach. Ja, lass mich doch wenigstens das Upgrade mitnehmen. Dankeschön. Ach, ach, da steht auch noch einer. Irgendwas ist hier. Ein Medipack. Oh, na gut, dass das nicht lange dauert. Zum Glück habe ich schon alle Gegner erledigt. Okay. Jetzt sind wir in dem mega fetten Raum. Ja, mal sehen, was es hier gibt. Was sind denn das für Tierchen? Die bekommen von mir mal einen schönen Sniperschuss. Ach, das sind einfach nur die, stimmt. So. Ein Problem erledigt. Sind es nur noch 100 weitere? Oh, 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 oh. Wow, einfach mal in den Tod gesprungen. Geht auch. Da unten steht noch so einer. Denkst du, ich sehe dich nicht, hä? Nee, 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 nicht mit mir, mein Freundchen. Hier kann ich doch sicherlich durch. Haha. Okay, nach unten geht's weiter. Aber ich würde sagen, den Rest von diesem Dungeon, den wir ja, wenn ich mir die Karte so angucke, vielleicht eigentlich ja gar nicht machen müssten, aber wir machen ihn trotzdem. Den erkunden wir in der nächsten Episode von Hyper Light Drifter. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.